So, herzlich willkommen jetzt ganz offiziell an derzeit 227 Teilnehmer. Aber ich sehe hier, dass noch einige dazukommen werden zum heutigen After Work Learning mit Zink zum Webinar Enterprise 2.0 am Praxisbeispiel der VW. Und bei uns ist zum einen die Frau Christina Stichting, Leiterin Social Media IT, und der Stefan Grabmeier, Geschäftsführer Innovation Evangelist. Und meine Funktion heute ist, dass ich Sie durch das Webinar führen darf. Mein Name ist Thialf Nina, aber ich bin ansonsten Produktmanager bei der Integrator zum Thema Social Business. Ja, wir haben heute kurzfristig eine kleine Agenda für Sie mit aufgebaut. Zum einen Kooperation Zink und Integrator. Begrüßung und Vorstellung werde ich natürlich machen, ein organisatorischer Hinweis. Und dann gehen wir auch direkt rein in die Inhalte des Webinars. Und ganz zum Schluss haben Sie jede Menge Zeit, in Anführungsstrichen, im Rahmen der Zeit natürlich, für Ihre Fragen. Ich schaue da im Chat natürlich konstant nach und werde aber auch zwischenzeitlich, wenn ich sehe, da kommen jetzt ganz viele Fragen, auf einmal auch nochmal die Gunst der Stunde nutzen und dann während des Webinars quasi mit einsteigen. Ja, und dann stellen wir Ihnen auch nochmal ganz kurz zum Schluss vor, was wir uns zu dem Webinar überlegt haben, nämlich einen schönen Workshop, damit Sie, wenn Sie daran Interesse haben, im Nachgang das Ganze noch vertiefen können. Wir kooperieren seit einiger Zeit mit der Zink im Seminargeschäft und eben halt auch hier im Bereich der Webinare. Bieten wir kostenfreie Webinare an, das können Sie alles nachvollziehen, im Eventkalender auf Zink, einfach dort Integrator eingeben und dann sehen Sie auch die zukünftigen Webinare. Das nächste übrigens ist nächste Woche zum Thema Social Business und Arbeitsrecht mit einem Rechtsanwalt zusammen. Die Aufzeichnung, die läuft gerade, die werden wir bereitstellen. Den Link wie auch zu den Materialien erhalten Sie, damit Sie diese entsprechend im Nachgang anfordern können. Und wenn das alles Sie interessiert hat, was wir hier machen und Sie Lust auf mehr haben, können Sie auch gerne die Seminare auf Zink von der Integrator nachverfolgen. Auch hier wieder im Eventkalender einfach reingehen, Integrator als Stichwort und dann noch die Stichwörter, die Sie interessieren. Und dann kommen Sie zu den passenden Seminaren mit kleinen Vorteilsrabatt. Das soll es von der Seite gewesen sein, aber natürlich kurz vorgestellt, unsere beiden Referenten, zum einen die Frau Stichting, der Herr Grabmeier, aber ihr werdet euch gleich selbst, ihr könnt das viel besser, ihr kennt euch schon viel länger als ich, euch selbst vorstellen. Ich wollte nur mal ganz kurz rechts einen Blick auf die Karte mit Ihnen hier gemeinsam werfen. Das sind die Standorte, in denen die Integrator vertreten ist. Von Hamburg bis Ravensburg haben wir entsprechende repräsentative Niederlassungen, falls Sie also mal Interesse haben, Seminare vor Ort oder auch dann Workshops zu dem Thema beispielsweise Enterprise 2.0 durchzuführen. Dann können Sie sich gerne an die Kollegen in den jeweiligen Niederlassungen wenden. Und diese Karte finden Sie auch auf der Website der Integrator. Für die, die uns noch nicht kennen, weil da kamen einige Fragen, wer ist ein Integrator? Also wir sind eines der führenden, wie man so schön sagt, deutsche Full-Service-Anbieter für Qualifizierungsprojekte, Prozesse und Trainingslogistik und Kerngeschäft natürlich Seminare. Wir haben über 1300 verschiedene Themen aus den Bereichen neue Medien, IT, SAP, Personal- und Organisationsentwicklung, feiern unser 50-jähriges Jubiläum heute und sind, denke ich mal, dann recht kompetenter Partner für den Bereich E-Learning, Blended Learning, Social Media Business und natürlich die Präsenzschulung. All das können Sie nachlesen auf der Website integrator.de. Wenn Sie heute Probleme mit dem Ton haben, dann schauen Sie bitte, dass Sie sich dann mal ganz kurz neu ein- und ausloggen oder an den Lautstärkeregler kurz hoch und runter regulieren. Wir können da herzlich wenig aus der Ferne machen. Wir haben mit Citrix hier eine recht stabile Leitung. Sie sehen, das Webinar findet live statt. Beteiligen Sie sich gerne aktiv. Wir haben eine kleine Fragesession während des Webinars mit eingebaut, aber nutzen Sie auch gerne das Fragemodul für Ihre ganz individuellen Fragen. Und ja, alles weitere danach habe ich schon Ihnen gesagt, sodass wir hier direkt durchstarten können. Das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Sie können mich jederzeit im Chat erreichen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und natürlich viel Spaß mit dem Kollegen Frau Stichting und der Herr Grabmeier. So, lieber Stefan, ich werde dir den Bildschirm gerade übertragen. Du sitzt in Bonn, ich in Bremen, sollte aber klappen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich begrüße euch nochmal recht herzlich. Und damit können wir gerne starten. So, das heißt, das sollte soweit funktionieren. Genau. Und, genau. Dann legen wir los. Ja, auch von meiner Seite, von unserer Seite ein ganz herzliches Willkommen zum, glaube ich, sehr, sehr spannenden Thema, zu dem Thema Enterprise 2.0 oder Transformation zum Enterprise 2.0. Und Christina Schlichtig und ich, wir haben
das aus verschiedenen Perspektiven versuchen wir dieses Thema zu beleuchten. Wir starten mit einer ganz kurzen Vorstellungsrunde. Mein Name ist Stefan Grabmeier. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Innovation Evangelists GmbH. Das heißt, wir beraten Unternehmen auf dem Weg zum Enterprise 2.0 und helfen schneller zu innovieren. Also wir tun alles rund um Vernetzung, Offenheit und Transparenz und dadurch Strukturen zu schaffen, wie Unternehmen produktiver damit umgehen können. Wir hatten zum Beginn gesprochen darüber, was ist eigentlich Enterprise 2.0. Das ist gar nicht so einfach zu definieren. Ich habe mal versucht, das in einem Satz zu formulieren. Denn es gibt verschiedene Begrifflichkeiten und keine noch allgemeingültige Definition. Also Enterprise 2.0 wird häufig mit dem Thema Social Enterprise oder Social Business oder ja, Enterprise 2.0 formuliert. Und es heißt letztendlich, oder worüber wir heute mit Ihnen sprechen wollen, dass Unternehmen durch den Einsatz von sozialer Technologie, und das ist auch mal so breit gefasst, wie es das Wort hergibt, und agilen Methoden zukunftsfähig zu machen. Also da steckt eine Menge drin, das klingt erstmal ziemlich komplex und da sind auch eine Menge Bälle in der Luft zu diesem Thema und genau da würden wir heute gerne darauf eingehen. Und wenn ich von wir spreche, dann habe ich schon gesagt, die Christina Schlichting ist mit dabei und Christina, jetzt kennen wir uns ja schon, ich weiß nicht, also bestimmt 4 Jahre, über 4 Jahre und haben uns in dem Umfeld Enterprise 2.0 ja auch kennengelernt. Also es freut mich wirklich, dass wir heute das gemeinsam machen. Aber fangen wir doch mal die 4 Jahre vorher an. Wie bist du denn mit Enterprise 2.0 das erste Mal in Berührung gekommen? Ja, ich komme ja aus der IT. Ich verantworte das Thema Social Media jetzt aktuell seit einem guten Jahr. Ich war davor als Fachkompetenzleiterin für verschiedene Geschäftsbereiche, für die IT-Lösungen in den Geschäftsbereichen zuständig und da unter anderem auch für den Geschäftsbereich Kommunikation. Und die Kommunikation hat im Rahmen des Portals, des Volkswagen-Portals, einen Blog gestartet, ungefähr vor 4 Jahren. Das war auch ungefähr zu der Zeit, als wir uns kennenlernten, glaube ich. Und dann hat es natürlich immer weitere Aktivitäten gegeben in verschiedenen Geschäftsbereichen. Wir haben selber in der IT, und das wurde aber auch sehr stark durch Fachbereiche genutzt, ganz viele verschiedene Wikis gehabt, auch verschiedene Technologien, die da zum Einsatz gekommen sind und dann natürlich andere weitere Produkte ausprobiert, die eine mehr oder weniger starke Social-Komponente haben. Ich glaube, bei den meisten kann man davon auch nicht wirklich sprechen, aber E-Rooms sind natürlich bei uns schon lange im Einsatz. Und wir haben dann auch nochmal in einem anderen Geschäftsbereich vor 2 Jahren mit einem Social Collaboration Produkt gestartet. Das war aber, wie gesagt, sehr begrenzt auf einen Geschäftsbereich und das war dann sozusagen der Ausgangspunkt, den wir dann genutzt haben, um das ganze Thema auf etwas breitere Beine zu stellen. Aber da, glaube ich, kommen wir dann auch noch gleich drauf zu sprechen. Mhm. Gut. Genau, wir wollen ja heute oder wir beschäftigen uns jetzt mit dem Thema, du hast ein bisschen erklärt, was habt ihr gemacht, um dann darauf konkreter einzugehen. Bevor ich die Innovation Evangelist gegründet habe, war ich selbst ja in Linienverantwortung bei der Deutschen Telekom. Das heißt, ich habe ähnlich Erfahrungen am DAX 30 Konzern gesammelt und ich komme von der HR-Perspektive, das heißt für den Personalvorstand aus einer unternehmenskulturellen Sicht für dieses Thema verantwortlich. Und ich glaube, das ist auch jetzt für die Teilnehmer sehr schön, Christina, du mit deinem Fokus aus einer IT oder also mal aus einer IT für eine ganzheitliche Sicht und ich aus HR für eine ganzheitliche Sicht. Und das, glaube ich, sind ganz gute Facetten, wie wir auch merken, welche Treiberrollen braucht man da. Ja, und da ist es wahrscheinlich auch, wenn man jetzt nochmal deinen Werdegang anguckt, auch ganz interessant, nochmal zu gucken, was du da so als an Erfahrungen mitgebracht hast und die du auch heute hier mit uns teilen kannst. Genau. Das Schöne, ich war ja wie gesagt für einen Konzern, bin jetzt für unterschiedliche Branchen und vor allen Dingen auch Größenordnungen, ja, tätig. Also man merkt, das Thema geht immer weiter voran. Viele, viele Unternehmen haben begonnen damit, sind am Start. Was wir aber feststellen, dass viele von den Projekten, die begonnen sind, und ich zitiere hier meine Gartner-Studie, nicht erfolgreich zum Ende geführt werden, beziehungsweise die Ziele, die gesetzt werden, schlicht und ergreifend nicht erreicht werden.
Gartner hat es 2013 mal skizziert, dass 80% der Social Business oder Enterprise 2.0 Projekte ihre Ziele nicht erreichen werden. Letztlich 20 kommen da mehr oder weniger durch. Das würde ich mir sagen, ist gefühlt, also subjektiv aus der Erfahrung würde ich das bestätigen, weil eine Menge Facetten auf dieses Thema, sage ich mal, einzahlen und wir maßgeblich über das Thema Verhaltensveränderung sprechen. Also weniger um eine technologische Plattformeinführung, die sicherlich eine große Gewichtung hat, aber wenn wir über Veränderungen von Verhalten, über Veränderungen von Arbeitsweisen sprechen, dann sind das Dinge, die wesentlich tiefgreifender in die Organisation reingehen, die auch länger dauern. Und wenn man das von Beginn an nicht im Blick hat, wird es sehr, sehr schwer. Und damit Sie nicht zu den 20% gehören, aber damit Sie nicht zu den 80, sondern zu den 20% gehören, würden wir heute gerne fünf Module oder fünf Themengebiete, sagen wir es mal so, mit Ihnen durchgehen. Das ist das, was ich so in den letzten 5 bis 7 Jahren an Schwerpunkten und aus der Erfahrung der Transformation Enterprise 2.0 gelernt habe und was wir versucht haben, in ein Vorgehensmodell zu gießen. Das muss jetzt nicht ein linearer Prozess sein. Jedes Unternehmen kommt aus einer anderen Richtung, es sind andere Funktionen verantwortlich dafür. Aber man kann sagen, diese Themengebiete, diese fünf, sind oder haben eine gewisse Relevanz, die zu beachten sind, wenn man sich mit dem Thema Enterprise 2.0 auf den Weg macht. Zu Beginn, und das zeigt zu unserer Erfahrung, ist es oftmals ein bewährtes Vorgehen, sowas, wir nennen das Social Readiness Check oder Social Business Readiness, zu starten, also sowas wie eine Nullmessung in der Organisation zu machen. Ich habe mir beispielhaft nur das jetzt in einer Matrix mal dargestellt, aber das heißt, mit so einem Social Readiness Check erfahren Sie sehr schnell, wenn Sie den über verschiedene Funktionen, über verschiedene Hierarchiestufen, also sehr divers in die Organisation streuen, wie denn der aktuelle Status und Stand ist. Und es gibt so drei Dimensionen, die wir da immer feststellen. Es ist so der ganze Bereich rund um die Skills der Mitarbeiter, also wie fähig und wie weit sind ihre Mitarbeiter in dem Umfeld. Das zweite ist so die Maturity, also der Reifegrad der Organisation. Das ist maßgeblich so die IT-Infrastruktur. Und der dritte Punkt ist so der ganze Faktor um das Thema Effektivität, also sprich vor allen Dingen, was die kommunikativen und die kollaborativen Aspekte betrifft. Und wenn man diese drei Facetten, die beleuchten wir mit so einem standardisierten Vorgehen von 140 Fragen im kleinen und 300 im erweiterten Stil, wenn man sich mit denen mal widmet, kriegt man eine ganz schöne Ausgangssituation, um zu sehen, was funktioniert schon gut, wo sind vielleicht blinde Flecken, die man noch nicht entdeckt hat und wo sind echte Felder, mit denen man sich beschäftigen muss. Und das ist von Beginn an ein sehr schöner, ich sage mal, eine sehr schöne Ausgangsbasis dazu. Christina, das ist so ein Vorgehen, was wir gewählt haben. Jetzt weiß ich, ihr habt euch mit dem Thema Messung oder Ausgangsbasis, Ausgangssituation ja auch sehr umfassend beschäftigt. Wie seid ihr denn hergegangen? Wo kommt ihr denn her? Ja, kann ich ein bisschen was erzählen? Ich hole da auch mal ein bisschen aus. Ich habe ja gesagt, ich komme aus der IT und da wundert sich vielleicht der ein oder andere drüber. Das merke ich zumindest immer, wenn ich bei Veranstaltungen bin. Es gibt ja so verschiedene Netzwerke, wo wir uns auch mit anderen Unternehmen unterschiedlichster Größe austauschen und da ist eigentlich IT kaum vertreten. Wir haben aber seit ein paar Jahren so eine Vorgehensweise definiert, dass wir versuchen, die Aktivitäten nicht nur innerhalb der Marke zu konsolidieren, also insbesondere auch IT-Lösungen, weil das natürlich auch ein Kostenthema ist, sondern auch über den Konzern hinaus zu steuern. Und ich habe dann, weil ich sagte ja, ich war für unter anderem die Kommunikation zuständig und hatte dann eben diese Sonderaufgabe, Social Media Themen zu koordinieren, habe dann mal geguckt, wer eigentlich damit sich alles beschäftigt und habe dann zu einem ersten Workshop eingeladen. Das ist jetzt ungefähr 2 Jahre her.
Fachpreisvertreter aus den unterschiedlichen Geschäftsbereichen, die sowohl in der Beschaffung, in der Kommunikation, im Personalwesen, im Marketing sich mit solchen Themen beschäftigen, also wo es nicht nur um das Thema interne Social Collaboration geht, sondern auch um externe Social Media Ansätze. Und wir haben dann im Rahmen dieses Workshops verschiedene Dinge gestartet, unter anderem auch so eine kleine Messung, also nicht mit 300 Fragen, die du eben angesprochen hast, sondern mit einer kleinen Bestandsaufnahme, was machen wir eigentlich, wo stehen wir, wie gehen wir mit Social Media, so jetzt mal als Oberbegriff insgesamt um, und haben daraufhin dann eine Landkarte erstellt mit allen Aktivitäten, die es erstmal in der Marke Volkswagen gab. Das war schon mal ganz interessant, haben da auch nach einem Reifegrad geguckt, wie weit diese Projekte sind, wo es auch Synergien zwischen den Projekten gibt, und haben dann aber auch festgestellt, wir brauchen eigentlich sowas wie so eine zentrale Governance oder zumindest so ein Abstimmungsgremium, wo wir mal gucken, wie wir insgesamt mit diesen Themen umgehen. So, und das ist dann erstmal über ein Jahr hinweg über verschiedene Workshops begleitet worden. Wir haben uns da ein paar Kriterien definiert, wir haben einen Prozess definiert, und ich habe jetzt final, nachdem wir jetzt auch das Produkt ausgewählt haben, was wir im Konzern ausrollen wollen, dann nach der Freigabe vor ungefähr anderthalb Monaten Kickoff gemacht mit den ersten Teilnehmern aus den Geschäftsbereichen, um eben so ein Social Collaboration Council aufzubauen, weil damit das eben nicht nur aus der IT herauskommt, sondern eben auch alle Geschäftsbereiche und alle potenziellen Anwender, die in diesem Tool, in diesem Programm mitarbeiten möchten, auch ihre Anwendungsfälle auch mit berücksichtigen können und ihre Features auch berücksichtigt werden, weil nicht alles, was von der IT kommt, wird ja dann auch gleich im gesamten Unternehmen so auch, genau. So, genau, also das war so unsere Vorgehensweise. Und wenn es dazu Fragen gibt, werden wir ja dann gleich noch hören, kann ich da auch noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Wie ist es denn bei dir? Was sind deine Erfahrungen, wie die Kunden damit umgehen? So grundlegend glaube ich, die wenigsten machen strukturiert. Sondern es, ich sage mal, das poppt so hoch, also viele oder einige Initiativen erlebe ich so bottom-up, also so auch ähnlich, man lernt im Unternehmen Menschen kennen, die sich damit beschäftigen, natürlich über die sozialen Medien auch, ja, man stellt fest, die wenigsten gehen da wirklich sehr strukturiert vor, und das ist einfach eine gute Möglichkeit dazu. Vor allen Dingen merke ich es immer dann, wenn wir so zu dem zweiten Punkt kommen, nämlich wie baust du denn das Thema Social Business Enterprise 2.0 in Richtung der Business-Strategie auf. Und das ist für mich ein wirklicher Erfolgsfaktor in dem ganzen Thema Transformation. Ich erinnere nochmal an die 80-20% am Anfang. Diejenigen, die ich kenne, die unter den 80% sind, da sind die wenigsten dabei, die das Thema auch wirklich an eine Business-Strategie gekoppelt haben. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil am Ende muss immer die Frage beantwortet werden, warum tun wir das? Warum tun wir das in den Unternehmen? Nur Selbstzweck, weil es Technologien gibt, das macht keinen Sinn. Sondern immer die Frage, worauf können wir einzahlen? Welche Prozesse können wir entsprechend damit unterstützen? Welche Ziele erreichen wir? Welche Probleme können wir denn leichter lösen durch die Nutzung und durch den Einsatz sozialer Technologie als vorher? Und erst wenn das auch wirklich beantwortet ist, werden wir von diesem Bottom-up-Ansatz auch in einen Top-down-Ansatz hineinkommen. Ich habe mir eine Folie mitgebracht, wie wir das damals bei der Deutschen Telekom gemacht haben. Und das Vorgehen, das wir damals hatten, war ein Bottom-up-Ansatz. Also wir haben, ähnlich wie du es geschildert hast, Christina, sehr viel erstmal gesammelt, was haben wir denn gemacht. Ich habe dann so ein Manifest geschrieben, bin dann zu meinem Vorstand gegangen, das war der Thomas Sattelberger damals in HR, und wir wollten von dem Vorstand wissen, wie denn der Vorstand zu dem Thema Enterprise 2.0 steht. So, die Antwort war relativ einfach, da gibt es nichts, ja, aber liefert uns doch mal. Und wir haben dann in dieser Community, die wir dort gegründet hatten, wir haben das Think Tank genannt, in diesem Think Tank eine sogenannte Social oder eine Enterprise 2.0 Strategie gemacht und sind dann mit unserem Personalvorstand zu unserem damaligen CEO, dem René Obermann, gegangen. Und wir haben drei Schwerpunkte definiert. Das, was man jetzt hier so auf der linken Seite sieht, von 1 bis 3. Ein Schwerpunkt war, dass wir
externe Stakeholder viel stärker in die interne Wertschöpfung mit einbeziehen. Also so das ganze Thema Open Innovation, die Dialogplattformen zu Kunden, zu Lieferanten, zu Partnern, via sozialer Technologie auf der einen Seite, aber natürlich auch durch veränderte Prozesse und Verhaltenslogiken, die da dahinter stehen. Also so öffnender Modus, maßgeblich aus einer Innovationssicht heraus. Weil wir einfach glauben, dass Unternehmen in der Größenordnung nicht mehr in der Geschwindigkeit und zu den Kosten innovieren können, wie es der Markt verlangt. Der zweite Punkt war, das ist der Aspekt der Kommunikation. Also wie schaffen wir es oder wie glauben wir es zu schaffen, extern und intern dialogorientierter miteinander zu kommunizieren. Und da liegt der Schwerpunkt jetzt hier auf Dialog, weil meine Erfahrung ist, dass Unternehmen nicht dialogorientiert vorgehen, sondern eher in Einwegkanälen kommunizieren, das meist noch redaktionell hochgewaschen oder hochglanzpolierte Botschaften bringen, aber wenig Dialogplattformen schaffen. Und das im fließenden Übergang extern und intern. Also das ist eine große Herausforderung, vor allen Dingen, wenn man sich vorstellt, jetzt eine VW, ich weiß nicht, du kannst nochmal, ihr habt über 500.000 Mitarbeiter, eine Telekom hatte damals knapp 250.000. Also wenn man sich jetzt auch nur vorstellt, Medien vertreten ist und als Markenbotschafter ja per se nach außen auftreten, ob man will oder nicht. Also da steckt eine Menge Herausforderung natürlich auch drin. Und der dritte Punkt ist so mehr das nach innen gerichtete, nämlich Wissen transparent und Menschen sichtbar machen. Und das ist so das, was man früher mal unter dem Thema Wissensmanagement irgendwie subsumiert hat, was aus meiner Erfahrung heraus nie wirklich funktioniert hat, weil Wissensmanagement mehr aus einer IT-Denke herauskommt und in Datenablagestrukturen sich definiert. Aber Wissen hängt zu 80% an Menschen. Das heißt, wenn wir Menschen nicht sichtbar machen, dann werden wir auch nie an das Wissen rankommen. Also ich sage immer, wir müssen die kollektive Intelligenz aus der Organisation befreien, rausholen aus den Abteilungen, rausholen aus den Silos und wirklich Menschen sichtbar zu machen. Und ich definiere es auch gerne, was man jetzt im Industrieumfeld unter Industrie 4.0 und Machine-to-Machine-Kommunikation sagt, würde ich unter dem Thema Enterprise 2.0 unter der Schnittstelle Human-to-Human definieren, nämlich die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, wie wir kommunizieren, das durch soziale Medien anders zu gestalten. So, und das waren unsere Handlungsstränge, die wir auf die Business-Strategie Deutsche Telekom umgesetzt haben und dahinter unsere ganze Roadmap aufgebaut haben. Und unter dem Aspekt heraus ist es aus meiner Sicht immer notwendig, sich die ganze technologische Frage zu stellen. Und das, was du vorher gesagt hast, Christina, wie gehen denn die Kunden damit um? Also ich lerne oft, es ist so ein Opportunismus drin. Ja? So, der Wettbewerber macht es irgendwo. Ja? Ich habe gesehen, Abteilung X oder Y haben irgendeine Plattform im Einsatz. Und Plattformen und Technologie gibt es wie Sand am Meer. Also das ist keine Herausforderung heute mehr aus meiner Sicht. Ja? Also wenn wir so Technologieauswahlprozesse unterstützen, dann screenen wir da so im Schnitt zwischen 200 und 220 unterschiedliche Anbieter und Plattformen, die grundsätzlich nutzbar sind. Und jetzt muss man natürlich hergehen und wieder sagen, so, wie zahlt denn, wie unterstützt denn Technologie meine Businessziele, um entsprechend den Mehrwert fürs Unternehmen rauszukriegen. Also das heißt, wir haben ein dediziertes Vorgehen über Kriterien und das ist meist nach Use Cases, so wie du es vorher auch gesagt hast. Ja, welche Anwendungsfälle gibt es denn? Welche strategischen Aspekte sind notwendig? Wie wirkt sich es auf Funktionen, auf Prozesse und so weiter aus? Das muss ich einmal wissen, definieren, priorisieren und dann kann ich da auch, ich sage mal, in einen sehr strukturierten Prozess einsteigen. Jetzt hast du gesagt, ihr hattet ja auch, glaube ich, eine Menge Plattformen irgendwie vorher im Einsatz. Das klang zumindest so. Und ihr seid ja jetzt auf eine Infrastruktur gegangen. Wie seid ihr denn bei der Technologieauswahl grundsätzlich vorgegangen? Ja, im Grunde genommen ähnlich, so wie du das eben schon geschildert hast. Wobei, vielleicht um das auch nochmal zu präzisieren, wir reden jetzt im Moment über ein Produkt, was wir bei Volkswagen im Konzern im Einsatz haben. Jetzt im Moment zunächst in der IT. Wir sind damit im Januar gestartet und ich habe jetzt die wunderbare Aufgabe, dieses Produkt Group Connect, so wie wir es bei uns nennen, eben in den Konzern zu bringen.
Aber wenn wir über Enterprise 2.0 reden, dann reden wir nicht nur über dieses eine Group Connect als Social Collaboration Plattform, sondern, so wie du es eben auch gesagt hast, es gibt viele verschiedene Ansätze, ausgehend von der Strategie, was will ich eigentlich machen, wozu brauche ich eigentlich was, und diese Eiermilchlinge, Wollmilchsau, die, glaube ich, gibt es nicht. Also es gibt verschiedene Produkte, die viele Funktionen, die man so unter Social Aspekten, also insbesondere Social Collaboration, gut einsetzen kann, wenn man sich das für sich definiert hat, mit den Funktionen, die man benötigt. Aber es gibt noch viele andere Aspekte, die da auch eine Rolle spielen, und für uns ist eigentlich, geht es darum, dass wir in absehbarer Zeit sowas wie eine Enterprise 2.0 Suite, nenne ich das mal, zum Einsatz bringen, die eben diese verschiedenen Anforderungen in einer Plattform ist jetzt wahrscheinlich zu weit gegriffen, aber über eine Technologie oder Technologien vereint. Und wenn ich jetzt speziell über das Thema Social Collaboration spreche, dann waren für uns sowohl so strategische Aspekte natürlich ganz wichtig, gerade auch aus der IT kommend, natürlich die Möglichkeiten, eine gute Möglichkeit der Integration in unsere bestehende Infrastruktur. Dann natürlich unter den fachlichen Voraussetzungen oder Anforderungen, die wir hatten, also gerade das Thema Datenschutz spielt in Deutschland und Europa eben eine sehr wichtige Rolle. Wir haben Gremien, die wahrscheinlich auch viele andere, zumindest die großen Unternehmen also bei sich haben, und die auch bestimmte Anforderungen haben mit Sichtbarkeitseinstellungen von Profildaten, dass die Nutzungsbedingungen akzeptiert werden, dass es verschiedene Berechtigungsstufen gibt, dass es unterschiedliche Gruppentypen gibt, aber dann eben auch fachlich, dass es so einen Activity Stream gibt, der übersichtlich ist, den man sich auch individuell einstellen kann. Und was so für den, so aus User-Sicht ein ganz, ganz entscheidender Punkt ist, ist eine sehr hohe Usability. Also die einfache, gute Bedienbarkeit ist ein total wichtiges Kriterium, und wir haben so nach so diesen verschiedenen Aspekten, die ich jetzt gerade genannt habe, haben wir dann Usability-Tests oder haben wir Tests gemacht, sowohl technologisch als auch nach den Funktionen. Da haben wir auch ein paar No-Gos definiert und dann aber auch Usability-Tests gemacht. Das war ganz interessant, mit Eyeball-Tracking, mit allem, was dazugehört, wo wir den Nutzern, potenziellen Nutzern, und zwar wirklich durch die Bank Social-Media-affine, weniger affine Führungskräfte, die unterschiedliche Affinitäten haben. Also wirklich, ich glaube, wir haben 10, 12 Nutzer, war jetzt keine große Gruppe, aber doch immerhin sehr unterschiedlich. Die haben bestimmte Aufgaben bekommen und die mussten dann die verschiedenen Produkte ausprobieren. Und das war uns wirklich total wichtig an der Stelle. Ja, und dann sind wir zu einer Entscheidung gekommen. Habt ihr das Thema Use Cases auch noch mit einfließen lassen, Anwendungsfälle bei der Auswahl? Ja, haben wir auch, aber das stand eigentlich eher im Hintergrund, weil über die Features kannst du bestimmte Use Cases dann auch abbilden. Okay. Gut. Ja, also so sind wir da vorgegangen, und vielleicht auch nochmal zu dem Thema einfache Bedienbarkeit. Da war auch im Vorfeld so die Vorstellung, wir wollen also keine riesen Schulungen machen, wie wir das bei anderen Produkten, Softwareprodukten haben, die im Einsatz sind. Das kennt wahrscheinlich jeder aus seinem Unternehmen. Früher gab es noch Outlook-Schulung, kann ich mich so vor 20 Jahren dunkel dran erinnern. Also das war jetzt, also das war wirklich das erklärte Ziel, sowas nicht zu machen. Was wir aber machen und was sich als positiv herausgestellt hat, jetzt bei der Einführung auch, dass wir Einweisungstermine machen mit, also ich nenne es bewusst noch nicht Schulungstermine, sondern Einweisungstermine mit interessierten Nutzern, wo es dann auch um das Produkt geht, um so bestimmte Feinheiten. Jeder kann damit jetzt ja auch umgehen und arbeiten, aber es gibt doch immer so ein paar Fragen im Detail. Aber was eben auch ein ganz wichtiger Bestandteil von diesen Einweisungsterminen ist, ist das, was bei dir im Nebensatz auch nochmal anklangt, und beim Thema Strategie, Wissen transparent zu machen, um Menschen sichtbar zu machen, nämlich was kann ich damit eigentlich erzielen mit so einem Tool? Was ist eigentlich der Sinn, der dahinter steckt? Was ist der Mehrwert für den Mitarbeiter? Und das sind so die Themen, die auch in diesen sogenannten Einweisungsterminen sehr, sehr intensiv diskutiert werden. Wie viel Zeit soll ich damit verbringen? Was ist die Erwartungshaltung? Was geht da? Was geht da nicht? Sowas. Jetzt hast du ja gesagt,
Ihr habt das jetzt in der IT eingeführt und ihr habt ja vorher noch andere Plattformen gehabt oder habt ihr immer noch und sagst du, ihr baut da jetzt sowas wie ein Ökosystem, ja, habe ich verstanden auch. Liegen die noch parallel nebeneinander oder habt ihr da schon was integriert? Wo steht ihr da? Also dieses Vorgängerprodukt, wo wir eben mit in Anführungsstrichen geübt haben im Vertrieb-Marketing-Bereich, das existiert zwar noch, das ist noch nicht abgeschaltet, das wird aber, also die Nutzer werden jetzt sukzessive auf das neue Group Connect migriert. Und dann gibt es natürlich, weil du sagst das schöne Wort Ökosystem, also eins der ein wesentliches Kommunikationsinstrument im Unternehmen ist natürlich E-Mail. Outlook. Das ist ein Thema, was wir vorhaben zu integrieren, auch möglichst bald. Das wird in den nächsten Monaten passieren. Und dann gibt es eine Reihe von anderen Funktionen, wie beispielsweise Wikis als wirklich Wissensquelle, dann Dokumentensysteme, die wir haben. Das sind so, und natürlich dann auch letztendlich das Portal, mit dem wir heute in der Volkswagen AG auch viele Mitarbeiter Informationen beziehen. Also ja nicht kommunizieren, aber Informationen beziehen. Und natürlich eine wichtige Informationsdrehscheibe ist. Und das sind so die Produkte, an die wir denken, wenn wir so ein Ökosystem integrieren wollen oder aufbauen wollen. Das klingt nach viel Arbeit, ja, das zu tun. Aber spannend, aber ich glaube, um wirklich Akzeptanz zu schaffen und vor allen Dingen dann in Arbeits- oder auf Arbeitsprozessebene zu kommen, kommen wir nicht umhin, genau diese Integration entsprechend zu schaffen und fließende Übergänge zu schaffen. Schön. Ja, der Punkt ist halt, das dauert alles seine Zeit. Du hast schon gerade gesagt, das klingt nach viel Arbeit. Die Erwartungshaltung ist natürlich von vielen Nutzern, von vielen Kunden, die wir haben, das möglichst schnell zu haben. Aber dann muss man eben auch Geld in die Hand nehmen und man muss sich auch wirklich überlegen, wie geht man da vor? Wo habe ich welche Informationen, in welchem System, wo sind die Schwerpunkte einer jeden Plattform? Und das braucht einen guten Plan, den man dann noch kommunizieren kann. Und diesen Plan erarbeiten wir jetzt gerade. Vielleicht noch ganz kurz. Also, ich interpretiere es, da wird ja nicht langweilig die nächsten Jahre. Genau. Ja, ja. Genau, sorry, ich wollte aber ganz kurz mit ihm einsteigen mit ein, zwei Fragen. Unter anderem, wie heißt dieses andere Produkt, das vorher benutzt wurde und welches wird aktuell benutzt? Das können mich die Nutzer gerne bilateral fragen über meine E-Mail-Adresse. Gut, so soll es sein. Die zweite Frage, wie heißt das Tracking? Das war noch eine Frage aus den vorherigen Folien heraus. Also dein Tracking, Stefan, also dein Prozess, den du da aufgesetzt hast? Das glaube ich nicht. Ich würde jetzt sagen, du meinst das Eye-Tracking wahrscheinlich jetzt, die User. Ach, das Eyeball-Tracking, ja. Das ist eine Software, die kann man kaufen bzw. sich lizenzieren lassen. Da gibt es spezielle Hardware dazu und sowas kann man mobil auch aufbauen oder auch über einen Dienstleister mieten. Da gibt es verschiedene Systeme im Einsatz. Also wie jetzt speziell unser heißt, da müsste ich nachgucken, das weiß ich ad hoc gar nicht. Okay, gut. Es sind noch weitere Fragen, aber ich würde sagen, wir machen weiter und ich schiebe die Fragen weitgehend dann hoffentlich zum Ende eures Vortrages. Ja, aber wenn du jetzt da bist, dann bleib gleich mal hier, weil jetzt haben die Christina und ich nämlich eine Frage an die Teilnehmer. Wir haben jetzt ein paar Themen so gestreift, jetzt von diesen fünf Modulen haben wir mal so Readiness-Check, wir haben das Thema Strategie und Technologieauswahl. Und was uns jetzt mal interessieren wird an die doch knapp 300 Teilnehmer, die jetzt hier im Webinar dabei sind, wo stehen Sie denn? Wie weit sind Sie auf dem Weg zum Enterprise 2.0? Und wir würden das gerne mal anhand der Strategie von Ihnen wissen. Wer hat eine schon ganzheitliche Enterprise 2.0 Strategie entwickelt, funktionsübergreifend? Wer beschäftigt sich nur stärker mit Social Media und Enterprise 2.0 nach außen? Wer vielleicht nur nach innen? Wer hat noch keine, will aber eine entwickeln oder wer sagt, Strategie, was ist das denn, sowas brauchen wir nicht. Und da würden wir uns freuen, wenn Sie uns ein bisschen ein Gefühl dafür geben, wo Sie momentan stehen. Stefan,
noch vorstellen. Wahrscheinlich die letzte Frage so ein bisschen ironisch gemeint, oder sollen die Teilnehmer wirklich sagen, nee, brauchen wir nicht? Also es gibt es bestimmt, aber oder ist die wirklich ironisch gemeint, ja, die Frage? Also ich habe sie zwar etwas ironisch formuliert, aber ich bin mal gespannt, ob Antworten dazu kommen. Ich habe eine Hoffnung, aber die sage ich erst, wenn ich das Ergebnis weiß. Sehr gut. Ja, wie man bei uns hier im Norden sagt, nur wer den Hafen nicht kennt, für den ist kein Wind ein günstiger. Das ist eine alte Seemannsweisheit hier in Bremen und das, glaube ich, trifft auf das Thema Strategie ohnehin zu. Ja, also wir haben rund 50%, die bis dato gewählt haben. Also da geht noch ein bisschen was, ähnlich wie die Bundestagswahl. Also da ist noch Luft nach oben, aber ich werde die Umfrage gleich schließen, denn hier zeigt sich doch ein deutlicher Trend ab und der eine oder andere muss vielleicht noch überlegen. Viele wissen vielleicht gar nicht, ob es überhaupt eine Strategie gibt. Wie ist da eure Erfahrung? Weiß man, ob es überhaupt eine E2.0, eine Enterprise-Strategie gibt? Also ich kann es beantworten, da wir dafür verantwortlich sind, sind wir gerade dabei und wüsste jetzt nicht, dass da sonst noch jemand dran arbeitet an dem Thema. Ja, gerade bei Konzernen kann das ja durchaus sein, dass die ein oder andere Abteilung auch schon an den Themen arbeitet und man weiß das nicht. Aber dafür dienen ja auch solche Portale, um das zu heben, das Potenzial. Genau. Gut, also ich schließe jetzt mal die Umfrage, veröffentliche die Ergebnisse für die Teilnehmer sichtbar. Also wir haben hier aktuell 15% eine ganzheitliche Enterprise 2.0 Strategie, 13% nur eine Strategie nach extern, 22% sagen nur eine nach intern, 45% noch keine, wollen aber eine entwickeln. Ja, herzlich willkommen dann zu unserem heutigen Webinar. Und Strategie, sowas brauchen wir nicht, sagen immerhin 8%. Okay. Also ich finde es, wenn ich das gleich mal kommentieren darf, interessant. Ich hatte eher vermutet, dass eine E2.0-Strategie nach extern eine höhere Bewertung hat, weil intern ist etwas, was meistens ein bisschen später kommt. Das ist zumindest die Erfahrung, die ich so aus unseren Netzwerken mitnehme. Also ich bin jetzt von zwei Dingen überrascht. Also erstens, dass schon 15% mit einer ganzheitlichen Strategie gibt. Das würde ich jetzt aus meiner Erfahrung heraus, hätte ich es nicht so hoch eingeschätzt. Und jetzt komme ich zu dem Hoffnung. Ich dachte bei Punkt 5, Strategie, sowas brauchen wir nicht, liegen wir bei 0%. Da bin ich etwas erstaunt, dass es doch 8% sind. Genau, also das ist so mein erster spontaner Eindruck dazu. Ja. Aber vielleicht ganz interessant, Christina, was du sagst mit zum Thema extern. Es gibt eine super interessante Studie vom Professor Niemeyer und Center Stage. Das ist eine Meta-Analyse, wo es um die Treiberrollen geht in der Einführung von Enterprise 2.0. Und zwar wurden 75 Studien untersucht, und zwar im Zeitraum bis 2010 und ab 2011. Also 75 Analysen, die dort ausgewertet wurden, und man hat zwei Dinge gemessen, nämlich auf der einen Seite, wie hoch ist die eigene Nutzung Social Media, also wie der Reifegrad der eigenen Funktion, und wie ist die Rolle, die aktive Rolle als Treiber Enterprise 2.0 im Unternehmen umzusetzen. Und da gibt es einen ganz klaren Trend, das ist als Beispiel die IT-Funktion. Die IT-Funktion, die sowohl in der eigenen Nutzung als auch in der Treiberrolle wesentlich stärker geworden ist, also im Wechsel bis 2010 nach 20, also ab 2011, Marketing mit einer enormen Steigerungsrate im eigenen Reifegrad. Und das ist vielleicht so ein bisschen das, was du gesagt hast, auch mit den 13%, da ist ja oftmals der Push ja einfach nach außen. Ja? Was aber meine Erfahrung ist, und wenn man eine ganzheitliche Strategie macht, ist es sehr, sehr wichtig, diese Erfahrungen, die wir von draußen haben, ja, natürlich auch nach innen zu transportieren. Weil innen funktioniert nicht ohne außen und umgekehrt. Also ein ganz wichtiger Punkt. Die dritte Rolle ist Kommunikation. Kommunikation ist zwar in der eigenen Nutzung, vom Reifegrad nicht gestiegen, aber in der Treiberrolle. Und das sind so die drei stärksten Funktionen, die man wahrnimmt. Dann kommt lange nichts. Dann kommt ein Stagnieren im Top-Management. Und dann kommt ganz, ganz weit abgeschlagen die Funktion HR. Und jetzt, ich habe es ja vorher gesagt, ich komme ja aus der Funktion HR, was ich persönlich sehr, sehr traurig finde, weil wir ja über veränderte Arbeitswelten sprechen und über Verhaltensveränderungen und über einen hohen Anteil von Change Management.
und HR stagniert auf einem ziemlich niedrigen Level in der Rolle, also in der eigenen Nutzung, als auch in der Treiberrolle. Also da ist noch mehr, viel, viel mehr Potenzial möglich, wenn man die einzelnen Funktionen in den Unternehmen noch anschaut. Ja, spannend. Also vielen Dank für den Einblick von Ihrer Seite. Und jetzt haben wir über Strategie und über Technologie gesprochen. Jetzt würde ich einen Schritt weitergehen, so auf dieses ganze Thema, was eigentlich den größten Anteil jetzt in der Transformation ausmacht. Und zwar sind es so drei Themenblöcke, alles rund um Change, Kommunikation und das Thema Enabling. Und wenn man es mal versucht, prozentual in diese fünf Module aufzuteilen, dann liegen rund 60-65% der Arbeit und auch der Zeit, die das in Anspruch nimmt, ungefähr in diesen Blöcken. Jetzt hast du, Christina, und das finde ich immer das Schöne an deiner Rolle, jetzt kommst du aus einer IT. Du betrachtest das Ganze aber nicht ausschließlich als ein IT-Projekt, sondern man hat das ja vorher schon gehört, es geht ja um viel, viel mehr. Und ihr habt auch viel, viel mehr schon getan. Du hast schon ein paar Beispiele gebracht. Aber gib uns doch mal ganz kurz einen Einblick, welche Maßnahmen habt ihr denn so zu dem Thema Change, Kommunikation und im Training unternommen oder wo steht ihr denn da? Ja, vielleicht erstmal, wo wir stehen, was war auch so unsere Motivation. Wir haben hier eine Folie gerade jetzt offen. Die IT bei Volkswagen hat insgesamt, ich glaube, über 8000 Mitarbeiter in allen Marken. Und da ist natürlich ein Riesenbatzen, der in Wolfsburg sitzt und in Ingolstadt. Bei Audi gibt es natürlich auch nochmal sehr viel, auch MAN hat sehr viele Mitarbeiter, aber eine Vernetzung findet häufig zwischen den Kollegen statt, die sich die ähnliche Fachfunktionen wahrnehmen. In den Marken, die sich kennen, aber einen wirklichen Austausch, eine Arbeitsteilung, eine Kommunikation oder auch so eine Transparenz über Projekte. Ich habe vorhin gesagt, dass wir auch sehr stark seit einigen Jahren die Rolle in der IT haben, die Systeme zu konsolidieren. Die gibt es nur, also ich sage mal, da ist noch Potenzial nach oben. Und das war, glaube ich, auch so ein Aspekt für unseren CAO, der das Thema eben sehr stark treibt, dass man eben genau das erzielen möchte, einen Austausch, einen fachlichen Austausch untereinander, Erfahrung auszutauschen, Fachinformationen auszutauschen, auch in Projekten zusammenzuarbeiten. Und da passiert, wir sind jetzt, ich sagte das vorhin, seit Mitte Januar sind wir auf der mit der Plattform live, erstmal nur in der IT. Und wenn ich sehe, ich habe gerade heute den neuesten Activity Report gezogen, wir haben jetzt insgesamt 824 Diskussionen seit Januar, von denen wirklich die meisten auch noch aktiv sind. Da passiert was. Wir haben untereinander fast mittlerweile 54, du erinnerst dich, Stefan, ich sagte das letzte Woche 50, wir haben jetzt fast 54.000 Kontakte untereinander und da sieht man, dass diese Vernetzung eben wirklich auch funktioniert. Und das finde ich also toll, finde ich bemerkenswert und da merkt man auch, dass die Leute dann auch da drin auch Nutzen sehen, sonst würden sie es ja nicht eben auch verwenden, dieses Tool. Aber es ist eben auch wichtig, dass um so einen Transformationsprozess zum Erfolg zu bringen, und da rede ich jetzt nicht nur über das Thema Enterprise 2.0, sondern auch schlicht und ergreifend über so ein Produkt, das jetzt erstmal zu machen, denn damit lernen wir ja auch ganz viel, dass es eben auch eine aktive Management-Teilnahme gibt und ich sage mal, ohne den CAO, der das Thema eben wirklich gepusht hat, wäre das auch mit Sicherheit nicht so weit gekommen, auch so vom Druck, der da einfach auch dadurch aufgebaut wurde. Was eben auch wichtig ist, dass es gemeinsame Regeln gibt, gerade wenn man so ein Konzernprodukt einsetzt. Ich erlebe das mit ganz vielen Kleinigkeiten, ob das diese ADV-Verträge sind, wo es über um Auftragsdatenverarbeitung geht, kennt jeder, der sich mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt hat, was berücksichtigt werden muss, bis hin zu Regeln, wie darf ein Foto in so einem Produkt verwendet werden. Da hat jede Gesellschaft eigene Regularien. Das müssen wir alles vereinheitlichen und das ist im Hintergrund viel, viel Arbeit, das eben auch zu tun. Und wie gesagt, das Management muss eben auch ist ein wichtiger Treiber. Was aber dann auch ein Thema ist, Management, sagte ich eben, wir haben angefangen, auch schon bevor wir das Tool freigeschaltet hatten, mit so einem kleinen Workshop, Digital Leadership haben wir das genannt. Was heißt denn das eigentlich, mit so einem Produkt zu arbeiten? Was heißt denn das für die Transparenz? Was heißt denn das auch für die Führungskräfte? Wir gehen nochmal bitte eine Folie zurück, kommen da gleich nochmal drauf.
reden wir erst noch mal kurz über das Thema Schulungsmodule. Ich sagte ja eingangs, wir wollten keine riesen Schulungssession machen, tun wir auch nicht. Womit wir gestartet haben, sind 3 Filme über die wichtigsten Features auf dem Produkt, auf Deutsch und auf Englisch. Wir haben eine eigene Support-Community, wir haben ganz viele FAQs, die auch täglich erweitert werden, zweisprachig. Und wenn wir über Qualifizierung reden, dann reden wir eigentlich eher über die Qualifizierung, also der sozusagen physischen Qualifizierung vor Ort in einem Schulungszentrum, der Community Manager und der Enterprise Community Manager. Das heißt, das sind die Kollegen und das sind wirklich nur wenige, die die Plattform dann in der Gestalt bedienen, dass sie Communities einrichten, Berechtigungen setzen, Subspaces gründen, bestimmte Use Cases umsetzen und so weiter, die eben für die jeweiligen Fachbereiche oder für die Gruppen notwendig sind. Und das erfordert einfach aufgrund der Komplexität der Konsole ein bisschen mehr Kompetenz, als die eben normaler Nutzer haben muss. Ja, und dann zum Thema Führungskräfte nochmal, kannst du weitergehen. Da haben wir mal angefangen, uns eben auch zu überlegen, was heißt eigentlich führen in dem sozusagen analogen System, in der bislang herkömmlichen Art und Weise, wie ich als Manager führe. Und was heißt das, wenn ich auf einmal so ein digitales Instrument habe? Was passiert, wenn ich da bestimmte Diskussionen nicht mitkriege oder wenn da über Themen diskutiert wird, die ich vielleicht gar nicht so erstmal diskutieren möchte? Und das ist dann schon ganz spannend und da merke ich in den Workshops, dass, oder andersrum gesagt, dass wenn wir darüber sprechen, dann ist das eigentlich gar kein Thema, weil das ist ja alles für alle ganz klar. Nur wenn wir dann in diese Workshops gehen und dann wirklich überlegen, was heißt denn das jetzt für mich als Führungskraft, was heißt denn das für meine Abteilung, was heißt denn das für mein Projekt, dass dann eigentlich eher das nochmal hinterfragt wird und dann auch die Sensibilität da passiert. Und das sind eigentlich sehr fruchtbare Workshops, die wir da haben. Also ich kann das bestätigen. Ich glaube, auf der kognitiven Ebene holen wir auch die meisten Menschen ab. Und ich kenne das nur aus der eigenen Gremienarbeit und wir haben es ja gemeinsam erlebt bei einem eurer Leadership Summits. Die Herausforderung liegt ja darin, wirklich ins Tun zu kommen. Ich bleibe mal im Bild der Automarke. Das ist so ungefähr, es reicht halt nicht, vorm Showroom zu stehen und mir die neuesten Modelle anzuschauen, sondern ich muss einmal den Führerschein machen und wissen, wie ich so ein Auto bewegen kann. Und ob jetzt jemand 10 Kilometer in der Woche fährt oder 1000 Kilometer in der Woche, also die Nutzung, ja, die ist irrelevant. Aber zu verstehen, wie ich so ein Auto bediene, das ist das Wichtige. Und das merke ich immer wieder, vor allen Dingen auch bei den Führungskräften, wie wichtig es ist, auf der einen Seite über Verhaltensanker mit ihnen zu sprechen, aber auch wirklich reinzugehen, anzufassen, zu tun, Ängste zu nehmen, Verständnis zu schaffen und, und. Also das sind so zwei Welten, das habe ich am Anfang, wie wir gestartet sind, auch vor 5, 6 Jahren ein bisschen unterschätzt. Aber ich glaube, dass einfach dieses wirklich Ausprobieren und Reingehen und mit den Tools arbeiten ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, um dann in neue Verhaltensformen umzusetzen. Genau, das ist so. Aber da muss, glaube ich, auch jeder seine eigenen Erfahrungen machen und da gibt es auch kein Patentrezept, genauso wie es bei einem Rollout oder bei überhaupt einer Einführung eines solchen Tools gibt es unterschiedlichste Varianten und das ist immer sehr abhängig auch von der Unternehmenskultur, was geht in einem Unternehmen und was geht eher nicht. Und man kann ja auch mal ein bisschen Trial and Error machen, also da spricht ja auch nichts dagegen. Und glaube ich, muss auch zugelassen werden, ja. Dennoch, und ich gucke ein bisschen auf die Uhr und drücke auf die Tube, dennoch ist das ganze Thema, wann ist die Initiative oder sind die Initiativen denn erfolgreich und wie messen wir das Ganze, natürlich ein wichtiger Punkt, weil am Ende des Tages wird jeder, der so ein Projekt einführt und startet und natürlich auch Ressourcen investiert oder in Ressourcen investiert, gefragt werden, was hat uns das Ganze denn gebracht? Für mich ist es immer so ein ganz wichtiger Punkt, der so mit dem zweiten Bubble, nämlich der Strategie, zusammenhängt. Warum tun wir das Ganze denn und woran merken wir denn, dass es erfolgreich ist? Ja? Und da gibt es unterschiedliche Vorgehensmodelle und Vorgehensweisen. Und ich sage jetzt mal, viele Unternehmen, die unterschiedliche Maturity-Modelle dort im Einsatz haben und in bestimmter Form messen. Ich kann mir vorstellen, Christina, so wie du es geschildert hast, dann seid ihr jetzt ja noch relativ früh am Anfang, was auch Messen betrifft. Oder was findet ihr denn schon raus? Wo seid ihr denn schon gut unterwegs und wie
habt ihr das Ganze denn im Blick? Also, wie du schon gerade sagtest, was wir im Moment machen, und das hat auch mit unserem Reifegrad zu tun, wir nehmen aktuell die Daten, die wir sozusagen out of the box aus unserer Datenbank ziehen können, und breiten die auf, gucken da alle 2, 3 Wochen auf einen Aktivitätenreport, wie hat sich die Aktivität der Nutzer entwickelt. Wir gucken da auf Gesellschaftsebene. Mhm. Also wir sind ja knapp 60 Gesellschaften haben wir das Produkt jetzt ausgerollt, und dann eben gucken wir so verschiedene Punkte an, wie viele Diskussionen gibt es, wie sieht es mit der Kontaktentwicklung aus, wie viele User, wie ist die Entwicklung der User, und was auch ein ganz wichtiger Punkt ist für mich, ist das Thema der Likes, also wie viele Likes haben so die Beiträge gekriegt. Weil das ist einfach auch ein schönes Instrument, um auch nochmal Wertschätzung auszudrücken, auch gerade für Führungskräfte, da sagen wir das auch immer in den Schulungen oder in diesen Workshops, die wir da machen, zeigt einfach durch diesen Klicken des Likes, dass ihr gesehen habt, dass Mitarbeiter XYZ da was geschrieben hat und dass ihr das einfach positiv findet, dass der sich getraut oder die sich getraut hat, einen Beitrag dazu posten. Und wir sind aber dabei, dass wir ein professionelles Reporting nochmal aufsetzen, und auch da kommt natürlich wieder das Thema Datenschutz und so weiter mit rein. Man kann ja nicht auf Personenebene das reporten. Also Max Müller war jetzt der aktivste Nutzer der letzten 30 Tage. Das machen wir nicht, und deswegen bauen wir uns da was Eigenes, wo wir im Moment dabei sind, das zu konzipieren. Mhm. Ja, so gehen also wir davor. Auch hier ist das Thema Individualität natürlich, also je höher der Reifegrad wird, ich sage mal so, die erste Stufe, wie du es jetzt geschildert hast, sind ja so die Usage-Daten aus den Systemen heraus. Aber wenn man jetzt nochmal auf die, was wir noch in der Folie hier haben, ja, wieder zieht, welchen Business-Impact kann ich bringen und wie messe ich denn auch den Skill-Level meiner Mitarbeiter, denn das benötige ich ja, um über die erste Usage-Stufe dann auf Prozessebene zu kommen. Also wichtig ist, dass man wirklich mehrere Facetten dort anguckt, ja, und sich letztendlich dort ein Modell entwickelt, um zu sehen, ist man gut unterwegs, wo muss man nachsteuern, ja, und welche Maßnahmen aus dem Change-Kommunikation und Enabling-Umfeld brauche ich denn, ja, um wieder auf Spur zu bleiben, um die entsprechenden Ziele. Ja, das ist aber kein Thema, was du am Anfang wirklich schon festlegen kannst. Das kannst du auf so einer Metaebene diskutieren. Das merkst du dann aber häufig erst im Prozess. Und deswegen haben wir da auch ein Team, ein Kernteam, was sich mit der Thematik auseinandersetzt, um dann eben auch wirklich diesen nächsten Schritt zu machen. Und das muss eben in das neue Reporting-Tool auch mit einfließen. Ja, es entwickelt sich. Und es ist ein Prozess. Und das ist, glaube ich, auch ein schönes Stichwort. Es ist nicht nur ein Projekt, ja, das ein Ende hat, ja. Das mag sicherlich von den Organisationsformen oftmals so sein, dass Projekte eine bestimmt definierte Laufzeit in Unternehmen haben, aber über das Thema, über was wir sprechen, sprechen wir über eine Veränderung von einem gesamten Organisation oder von der Einheit oder vom gesamten Unternehmen, und das ist meist ja nicht abgeschlossen, wenn ein Projekt zu Ende ist, sondern das ist wirklich als Prozess zu sehen. Also langer Atem ist da auf alle Fälle notwendig. Gut. Jetzt haben wir ein paar Facetten. Ich glaube, Christina, wir könnten da noch Stunden weitermachen und in die Tiefe gehen. Ich würde aber jetzt zum Schluss kommen, dass wir auch noch Fragen mit reinnehmen können, Ralf, die du wahrscheinlich schon sammelst. Aber vielleicht zum Abschluss, Christina, so, was sind so für dich die wichtigsten Punkte, um so eine Transformation erfolgreich zu machen? Was kannst du denn jetzt den Teilnehmern so in 2, 3 Punkten mit auf den Weg geben? Ja, also da würde ich sagen, als erstes, dass es einen klaren, eindeutigen Auftrag gibt und eine Zielsetzung, die eben auch mit Top-Management-Unterstützung dann umgesetzt werden kann. Ich denke, das ist ganz wichtig. Dann ist für diejenigen, die in so einem Projekt arbeiten, auch wichtig, schon im Vorfeld zu gucken, was es für Menschen gibt, die dabei mitmachen wollen. Einfach auch, um diese Kreativität damit reinzubringen, was du vorhin mit dem Think Tank auch beschrieben hast bei der Telekom. Und der dritte Punkt ist, und da muss man dann eben auch wirklich gucken, individuell, wie das in so einer Gesellschaft, in einer Firma aussieht, die Begleitung durch Kommunikation und auch gegebenenfalls Qualifizierung oder Maßnahmen, die man sich eben überlegen muss. Das haben wir ja eben gesehen, dass es auch unterschiedlichste Möglichkeiten gibt. Das sind so meine drei Punkte. Ja. Super.
Dann glaube ich an der Stelle, glaube ich, könnten wir noch weiter einhaken, vielleicht nochmal zusammenfassen. Das waren also so die Schwerpunkte, über die wir gesprochen haben. Wir haben versucht, immer auf den Schwerpunkt einzugehen und praktische Erfahrungen mit einzubringen. Und ja, von unserer Seite sind wir jetzt soweit durch und ich glaube, wir können dann übergehen, sollte es Fragen geben, die jetzt zu beantworten. Sehr schön, ja, sehr lustige Frage, sollte es Fragen geben. Ich habe ungefähr gefühlte 500 Fragen, die hier sozusagen eingetroffen sind und nur noch 5 Minuten Zeit. Also deswegen gleich vorweg gesagt, die Fragen, die hier gestellt worden sind, werden weitgehend im Nachgang sonst auch bilateral beantwortet. Denn es sind wirklich sehr, sehr viele, auch sehr filigrane Fragen zum Prozess, zur Kommunikation, zur Technik. Deswegen werden wir da heute gar nicht mehr zukommen. Aber Stefan, so wie ich dich kenne, wirst du die Fragen im Nachgang zeitnah sauber abarbeiten. Ich möchte kurz schon sagen, das habt ihr mir nämlich nicht gesagt. Ja, sehr schön. Genau. Nee, aber jetzt mal Hand aufs Herz. Klar, dafür dienen natürlich auch Workshops, Seminare, die wir hierzu anbieten, denn das lässt sich alles nicht in einem Stundenwebinar schon gar nicht bei dem Thema Enterprise 2.0 rüberbringen. Deswegen sei es mir erlaubt, dass ich Ihnen hier nochmal ganz kurz einen Einblick gebe. Das ist das, was wir zusammen mit dem Stefan Grabmeier hier Ihnen gerne anbieten wollen. Stefan und ich, wir kennen uns auch jetzt schon irgendwie gefühlte 80 Jahre aus unserer IT-Internetzeit, HR-Zeit und deswegen sind wir hier auch sehr schnell zu dem Thema zusammengekommen, denn, aber dazu kommen wir ja gleich noch, es ist ein Riesenthema und sicherlich auch die Frage, die hier aufgelaufen ist im Chat, was passiert mit Unternehmen, die sich nicht zum Enterprise 2.0 entwickeln, da könnt ihr vielleicht gleich nochmal ganz kurz drauf einsteigen. Also, liebe Teilnehmer, Sie sehen hier die Module, ich möchte jetzt hier nicht im Einzelnen kommentieren, Sie bekommen die im Nachgang einfach per E-Mail weitergeleitet. Wir haben hierzu auch E-Learnings, wir bieten hierzu Beratung an, wir haben hierzu Seminare. Also wenn Sie hierzu einfach Interesse haben, schicken Sie mir ganz einfach eine E-Mail und ich leite die entsprechend dann an den Kollegen Herrn Grabmeier weiter und wir hoffen, dass wir Ihnen da auch entsprechend weiterhelfen können. Deswegen einfach hier kurz dargestellt und weil die Frage auch sehr häufig im Chat hier reinkam, ja, Sie erhalten die Präsentationsfolien, wenn Sie mir ganz konkret eine E-Mail schicken, auch hier leite ich die entsprechend weiter, aber die Aufzeichnung des Webinars werden wir in Kürze in unserem Webshop integrata.de veröffentlichen. Auch den Link bekommen Sie im Nachgang zugeschickt. Das so kurz von meiner Seite, hier nochmal die Kontaktdaten. Jetzt bin ich wieder bei euch mit vielen Fragen, aber auch natürlich mit Blick auf die Zeit, denn ich weiß, auch die Frau Schlichting, wir stehen alle zeitlich da unter Strom, aber wie gesagt, das Versprechen gilt, dass die Fragen im Nachgang dann auch bilateral beantwortet werden. Die Frage, was passiert mit Unternehmen, die sich nicht zum Enterprise 2.0 entwickeln? Wer mag die denn von euch beantworten? Also würd ich gerne darauf eingehen. Für mich ist es relativ klar, die werden die einen schneller, die anderen weniger schnell den Anschluss verpassen. Und zwar aus vielerlei Hinsicht. Es ist ganz interessant, ich betreue einen Kunden, der zum Beispiel eine ganz starke Veränderung seines Geschäftsmodells, ein Unternehmen 15.000 Mitarbeiter, seines Geschäftsmodells hin in digitale Geschäftsmodelle hat. Das heißt, das ist ein Umsatzanteil von größer 50% des Unternehmens, das sich in digitales Business wandelt. Wenn so ein Unternehmen seine Organisationsstruktur und Kultur nicht in Digitalisierung, sprich Enterprise 2.0 bringt, wird es nicht mehr lange dauern und solche Unternehmen wird es in Zukunft nicht mehr in der Form geben, wie es es heute gibt. Und das mag sich jetzt ein bisschen radikal anhören, aber genau das Gleiche habe ich als ein Ziel für das Enterprise 2.0 Programm in der Deutschen Telekom aufgestellt. Es ist ein Baustein, damit die Deutsche Telekom zukünftig weiter gute Geschäfte machen und überleben kann. Und ich glaube, mit der Sensibilität sollte sich jeder mal auf selbst auf den Prüfstand stellen, wo er mit seinem Unternehmen steht und wie lang die Halbwertszeit ist, wenn er nicht in die nächste, auf die nächste Qualitätsstufe der Unternehmensentwicklung geht. Nochmal kurz die Frage zu dem Thema Treiber. Da könnte ich natürlich jetzt persönlich sagen, HR, ihr habt mal wieder versagt. Ich als HRler darf das, glaube ich, sagen bei dem Thema Enterprise 2.0, weil sie wieder hier das Thema nicht erkennt oder erkannt haben, aber ganz konkret, wer
ist denn aus eurer Sicht der Treiber oder wer sollte der Treiber sein? Oder ist HR doch bereits hier auf den Zug draufgesprungen und setzt sich vorne sozusagen auf den Lokomotivführerstand? Naja, also ich würde da ein bisschen diplomatisch antworten. Ich glaube, das funktioniert dann, wenn es, oder andersrum, es funktioniert mit mehreren Treibern. Man hat verschiedene Funktionen im Unternehmen und jede Funktion und jede Rolle hat eine eigene Zielsetzung, die sie mit der Nutzung eines solchen Produkts und mit Enterprise 2.0 verfolgt. Und deswegen gibt es da nicht nur einen Treiber. Ein wichtiger Treiber ist mit Sicherheit die IT, weil einfach das technologische Enabling da sein muss. Das haben wir jetzt, glaube ich, ganz gut auch vorgelebt, dass es eben geht. Da brauchen die anderen nicht mehr diese Schmerzen durchlaufen, die wir, Schmerzen hatten wir nicht, aber die Dinge nochmal wiederholen. Das steht jetzt, das Produkt, und jetzt ist es eben wichtig, dass andere genauso da drauf springen und den Mehrwert erkennen. Dann hätte ich noch eine Frage. Ich weiß, Stefan, du wirst sicherlich auch darauf antworten können, aber wir haben hier so viele Fragen, deswegen würde ich gerne noch ein, zwei weitere stellen. Eine, die auch Richtung Kommunikation geht, durch den Herrn Rogge hier gestellt. Wie verhindert man eine völlige Überflutung durch die Mitarbeiter, getreu dem Motto, es wurde bereits alles gesagt, nur noch nicht von jedem? Also letztendlich, das ist wirklich eine Herausforderung, vor allem wenn man in dem Paradigmenwechsel ist. Also in dem Paradigmenwechsel, man hat noch alle, ich sage es mal in Anführungsstrichlein, alten Systeme und es ist noch wenig integriert in die neue Welt. Also das ist vom Informationsfluss natürlich wirklich eine Herausforderung. Das heißt, im Change Management muss man immer darauf gucken, dass diese Übergangsphasen, alte, neue Welt, so kurz wie möglich sind, um wirklich in diesen, ich sag mal, in diesen gefilterten Informationsfluss zu gehen. Und ich vergleiche das immer wie, ich bin viel auf Bahnhöfen und Flughäfen unterwegs. Und immer dann, wenn ich in so eine Buchhandlung oder in so einen Zeitschriftenladen gehe, dann bin ich brutal überwältigt. Ich weiß nicht, wie viele Zeitschriftentitel es gibt. Ja? Also gefühlt sind es 5, 6, 700. Das heißt, es ist für mich erstmal eine Informationsüberflutung. Aber ich habe meine Filter. Das heißt, meine Filter sind, das sind meine Muster, die ich mitbringe und Themen, die mich interessieren. Das heißt, ich werde sehr gezielt vorgehen, um mir Informationen zu suchen. Und das bieten genauso soziale Technologien, nämlich Filter zu setzen, Netzwerke zu bilden, Streams zu folgen, Bookmarks zu verfolgen und, und. Und das ist ein großer Vorteil der sozialen Technologie versus vieler alter Technologie. Und von daher liegt da ein großer Nutzen drin, den man aber lernen muss. Okay, dann sei mir noch eine letzte Frage gestattet, nach dem Motto, die Geister, die ich rief. Stefan, die muss ich, glaube ich, auch an dich stellen, denn ich habe gerade die Workshops vorgestellt und hier kamen jetzt sehr viele Fragen. Worauf sollten Unternehmen achten, wenn sie sich Beratung als Unterstützung dazu einkaufen, beziehungsweise wie sieht solch ein Workshop aus von der Praxisseite her? Kannst du das ganz kurz beantworten? Wie viel Theorie und wie viel Praxisanteil hat denn da die Beratung und solch ein Workshop? Also ich würd immer darauf gucken, dass es wirklich ein praxisorientierter Teil ist. Ja? Also dass vor allen Dingen die gesamten Facetten drin stecken. Also von der Strategie, Technologie, Change, Kommunikation, Enabling. Das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ein reiner technologischer Berater wird nur eine Facette abdecken. Ein reiner Strategieberater, wie wir es das seit Jahrzehnten kennen, ja, wird nur einen Teil abdecken. Ein reiner Prozessberater auch. Aber meine Erfahrung zeigt, vor allen Dingen jemand, der es schon mal, ich sage mal, selbst am eigenen Leib gespürt hat, weil wir doch viel experimentieren. Christina, du hast es auch gesagt, ja, man muss viele Dinge ausprobieren. Und jemand, der das schon mal selbst gemacht hat und probiert hat, der kann natürlich aus einem anderen Erfahrungsschatz sprechen, als wenn ich theoretische Beratungsmodelle habe und die einfach ein bisschen um Social anpinsle. Also von daher würde ich immer auf einen spezialisierten Berater mit hoher Praxisorientierung gehen. Also das kann ich aus meiner Sicht, kann ich das nur unterstützen, und jetzt will ich dir hier keinen Kunden abgraben, Stefan, aber was ich den Zuhörern auch empfehlen würde, ist einfach zu gucken, was gibt es so für Netzwerke, in denen man vielleicht sich beteiligen kann, mitmachen kann und darüber einfach auch gut in den Austausch mit anderen Unternehmen kommt und einfach viele Erfahrungen, viel Expertise auch bekommt. Und ich fand es immer gut, auch in anderen Themen, die ich bislang verantwortet habe, wenn man
diese fachlichen Kontakte zu anderen Firmen hatte, weil da einfach viel auch dann wirklich so off the record mal erzählt wurde, was geht und was geht nicht. Und das passiert bei diesen offiziellen Geschichten natürlich dann eher weniger. Und nur ergänzend, man merkt, die Menschen, die zu solchen Veranstaltungen gehen, die haben auch eine hohe Offenheit. Also dieses Thema Transparenz und Offenheit spürt man auch im unternehmensübergreifenden Austausch. Da gebe ich dir recht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Liebe Frau Schlichting, lieber Stefan, vielen, vielen Dank für das kurzweilige Webinar, für diesen wirklich auch fundierten, kurzen Eindruck. Denn wir hätten wahrscheinlich hier 2 Tage ein Webinar durchziehen können, aber die Zeit lässt halt nur 1 Stunde zu. Und an Sie gerichtet, liebe Teilnehmer, vielen Dank fürs Mitmachen. Das Angebot steht. Die zahlreichen Fragen, die nicht beantwortet wurden, konnten aufgrund der Zeit, werden im Nachgang noch so weit, wie es geht, beantwortet werden. Im Besonderen durch den Stefan Grabmeier. Also Stefan, nimm dir schon mal 3 Tage gleich Zeit für die Beantwortung der mittlerweile 5000 Fragen. Ja, wenn es Ihnen gefallen hat, schreiben Sie es gerne hier im Chat. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, behalten Sie es einfach für sich. Ich würde mich freuen, wenn Sie zu einem der nächsten Webinare wieder bei uns sind. Wie gesagt, das nächste Webinar zum Thema Social Business und Arbeitsrecht. Das Thema haben wir heute gar nicht so wirklich richtig hart behandelt, das Thema Betriebsrat. Frau Schlichting und Stefan, ich glaube, da gibt es auch noch so den einen oder anderen Kampf. Aber das könnten wir vielleicht nehmen als Thema für eines der nächsten Webinare. Also vielen Dank, Frau Schlichting, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Sozusagen aus der Praxis heraus uns hier einen Eindruck zu vermitteln. Und Stefan hat das Ganze sozusagen mit der Beraterbrille prima abgerundet. Vielen Dank an euch beiden. Gerne, danke. Danke. Gut, ich lasse jetzt den Chat noch ein bisschen laufen, denn hier kommen noch, und ja, wir leben hier von virtuellen Applaus. Wir können uns leider nicht sehen, was manchmal auch von Vorteil ist, aber aufgrund der heutigen Wetterlage sicherlich für den einen oder anderen, ja, ich könnte ja mal meine Webcam anmachen, aber ich glaube, das will keiner sehen. Aufgrund der heutigen Wetterlage ist das, ich habe ja schon gehört, Bochum und hier und dort riesige Stürme und Hagel und so weiter, ist so ein Webinar natürlich von Vorteil. Auch hierzu können wir natürlich gerne mal beratend zur Seite stehen, wenn Sie mal, fällt mir gerade in dem Zusammenhang ein, eine mal Session brauchen und mal wissen wollen, wie das so mit der Webinar-Technologie funktioniert. Gut, aber das soll es auch dabei gewesen sein. Ich sehe hier gerade nur die ganzen Kommentare, also hat es allen Teilnehmern soweit sehr gut gefallen, wie ich das hier lese. Also machen Sie es gut. Ich lasse noch einen Augenblick auf. Ich werde aber die Session, die